3 peinliche Fehler, die Männer bei Frauen machen. Den ersten kannst du morgen direkt schon ändern, der dritte jedoch braucht ein bisschen mehr Übung, aber ist auch gleichzeitig der wichtigste. Beim Fußball kannst du kein Tor erzielen, wenn du nicht den Schuss wagst. Und im Leben wirst du die Richtige niemals finden, wenn du darauf wartest, dass sie dich anspricht. Fehler Nummer 1, du sprichst viel zu selten mit Frauen. Dafür gibt es 1000 Beispiele, ob es bei der Arbeit ist oder im Freundeskreis oder du hast eine Frau beim Sport oder auf der Straße gesehen. Zögerst du es hinaus, dann überlässt du deinem Gehirn zu viel Zeit, um Ausreden zu erfinden, es nicht zu tun. Und je mehr du wartest, desto mehr überflutet dein Gehirn dich mit Ausreden und Ausreden und Ausreden. Dieser kurze Ausschnitt hier, der hat mich verdammt viel Überwindung gekostet. Entschuldigung. Hi. Möchtest du mit mir auf ein Date gehen? ja. Was? Ja? Ja? Sorry. Caught me off guard. Ja? Ja? Cool. Nervosität ist eine normale physiologische Reaktion und die bekomme ich auch heute noch. Gerade Männer, die sich sonst viel zu Herzen nehmen, haben diese Reaktion natürlich. Auch unsere Klienten. Das ist ganz natürlich. Da vorne steht eine wunderschöne Frau. Du bist total fasziniert von ihr und kannst nicht weggucken. Sie scheint so, als ob sie irgendwie anders ist. Sie hat irgendeine gewisse Ausstrahlung und Stil. Und du möchtest unbedingt, dass sie dich anschaut, anlächelt und dass sie das Gespräch beginnt. Und jetzt zieht sich in dir alles zusammen. Du bist nervös und du kriegst es einfach nicht hin, den ersten Schritt zu gehen und diese Frau anzusprechen. Und das ist völlig okay. Dieses mulmige Gefühl ist ganz natürlich und wird auch niemals weggehen. Es ist deswegen kein Problem, weil du mit der Zeit Mittel und Wege findest, damit umzugehen. Und dann ist es wirklich auch nicht weiter schlimm. Hey, er hat's auch geschafft, er hat's auch geschafft und er hat's auch geschafft. Dieses Problem lösen wir nämlich mit der richtigen Vorbereitung. In der Praxis suche dir jemand, der kein Problem hat, Frauen anzusprechen und der dir keine Wahl lässt, es auch zu tun. Es ist zum Beispiel viel effektiver, wenn du dir Gleichgesinnte suchst. Männer, die sich ebenfalls entwickeln wollen, die ihre Persönlichkeit erweitern und wachsen wollen, mit denen du das gemeinsam angehst. Nicht um Frauen zu manipulieren oder irgendwie ins Bett zu tricksen. Nein, sondern um gemeinsam eine schöne Welt zu erschaffen. So wie zum Beispiel in der Flirt Masterclass, in der diese Männer ihre Freundin kennengelernt haben. Wenn du mehr Informationen möchtest, dann bekommst du das in deiner kostenlosen Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Den Link findest du in der Beschreibung. Zurück zu der Frau, die vor dir steht. Oft liegt es ja nicht nur am Ansprechen, sondern auch an der Ungewissheit, was als nächstes kommt. Verstehe Folgendes. Was du wahrscheinlich willst, ist ein Plan. Ein Plan, bei dem nichts schiefgehen kann. Und Pläne sind gut. Pläne helfen dir. Leichtathleten trainieren mit einem Trainingsplan jeden Tag. Ein Boxer übt jeden Tag, Tag ein, Tag aus, dieselben Bewegungsabläufe. Immer und immer wieder. Ausweichen, Konter, ausweichen, Konter. Immer besser, immer schneller. Der Plan ist, sich auf den Kampf vorzubereiten. Aber kommt es dann zum Kampf, dann schmeißt er all diese Pläne aus dem Fenster. Denn jetzt verlässt er sich auf seinen Instinkt, den männlichen Urinstinkt, der dir angeboren ist, den du auch hast. Also hör auf mit dem Zerdenken. Siehst du eine Frau, die dir gefällt, hast du 3 Sekunden Zeit. 3 Sekunden. Denn nach 3 Sekunden kommen nun mal die Ausreden. Sprich mit ihr. Bei der Arbeit, unter Freunden, beim Sport, auf der Straße. Lauf los, lächel und begib dich in den Ring. Du hast 3 Sekunden Zeit. Und dann lass dein Charisma und dein Instinkt den Rest erledigen. 2. Fehler. Du lernst viele Frauen kennen, hast tolle Gespräche, aber erreichst damit gar nichts. Wenn es dir wie mir geht oder unseren Klienten, dann möchtest du wahrscheinlich neben gutem, tollen Sex auch eine tiefe Verbindung. Und deswegen gehen wir das Ganze ganz anders an. Hier ist ein Trick, diese Verbindung schon von Anfang an in die Wege zu leiten. Der Trick funktioniert folgendermaßen. Geh davon aus, dass ihr 2 schon längst beste Freunde seid. Und ich weiß, was du jetzt sagst. Oh mein Gott, dann werde ich doch nur in der Freundschaftsschublade landen. Andi, das ist doch Quatsch. Ich weiß. Folgt mir mit diesem Gedanken. Wenn du davon ausgehst, dass ihr euch schon längst kennt, wenn du mit ihr umgehst, wie als würdest du mit deinem besten Freund umgehen, wenn du beim Schreiben mit ihr nicht zwanghaft darauf wartest, dass sie dir antwortet, oder wenn sie vor dir steht, dass du einfach mit ihr so reden kannst, wie du mit deinem besten Kumpel reden würdest, dann gehst du mit der Sache viel leichtherziger um. Und das spürt sie. Diese Entspannung gibt dir die Gelegenheit, endlich zu flirten. Richtig zu flirten. Sie braucht diesen Raum. In diesem Raum entsteht die Anziehung. Und ich sage es in all meinen Videos, dass genau das die magische Zutat ist, damit sie den Raum hat, auf dich zu stehen. Wenn du auf eine fremde Frau zugehst, dann ist es völlig in Ordnung, wenn du dich sogar nervös fühlst. Damit punkten doch Männer mit Tiefe, eben weil stille Wasser tief sind. Es hat seinen Grund, warum Frauen, wenn sie über Männer reden, die sie attraktiv finden, immer dasselbe Wort benutzen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Süß. Er ist total süß. Irgendwie war der, ja, der war süß. Keine Ahnung, er hat irgendwas. Ich finde ihn süß. Nervös ist gleich süß. Mein Lieber,
Du musst dich aber auch trauen. Und der dritte Fehler, den Männer bei Frauen machen, ist, dass sie auf der logischen Ebene mit Frauen kommunizieren, anstatt auf der Herzensebene, auf der emotionalen Ebene. So wie wir essen, trinken, Liebe, Sex brauchen zum Überleben, brauchen Frauen eben auch Emotionen. Und das ist das Geile, denn genauso wie du sie körperlich berühren kannst, kannst du sie auch emotional berühren. Und ein Mann, der eine Frau emotional berühren kann, zu dem fühlt sie sich hingezogen. Es gibt zum Beispiel einen Satz, der Frauen so verrückt nach dir macht, dass sie mit dir schlafen wollen. Und diesen Satz, den bekommst du in diesem Video.